und Sie sagen, wir machen eine kleine Übung. Sehr gerne, ja. Okay. Gerne. Dazu müsste ich Sie jetzt duzen, weil es geht nur um Ihren Vornamen. Immer her damit. Ja. Ja. Es geht um Kraft und Jürgen, ich würde gerne jetzt mal ganz schnell zeigen, wie schnell Hypnose funktioniert und dich einfach ein bisschen stärker machen. Okay. Mal beide Füße fest zusammen, sehr gut. Die Hände zur Seite nehmen, die Augen einfach mal schließen und den Kopf ein bisschen nach vorne nehmen, um eine Entspannung hinzukriegen. Tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, beim Ausatmen entspannst du dich. Konzentriere dich jetzt nur auf das, was ich dir sage. Erinnere dich mal zurück an einen Moment, der schön war in deinem Leben, wo du dich stark gefühlt hast, wo du dich wohl gefühlt hast. Egal welcher Moment das war, es gibt viele Momente, nur einer ist interessant und nur das Gefühl. Während ich jetzt zu deinem Unterbewusstsein spreche. Jürgen, von diesem Moment an spürst du jedes Mal, wenn du deinen Namen laut sagst, hörst oder liest, dass du stark bist, voller Kraft, glücklich und reich. Sehr gut. Von diesem Moment an weißt du, jedes Mal, wenn du deinen Vornamen laut sagst, hörst oder liest, dass du stark bist, voller Kraft, glücklich und reich. Sehr gut. Atme noch einmal tief ein. Dass diese neue Kraft, dieses Selbstvertrauen in deinem Unterbewussten sich verankern. Wunderbar, von diesem Moment an spürst du jedes Mal, wenn du deinen Namen laut sagst, hörst oder liest, dass du stark bist, voller Kraft, glücklich und reich. 1, 2, 3, Augen auf. Wie geht's dir? Gut, bisschen schwindelig vom vielen Atmen. Alles gut. Wir bringen dich jetzt mal in eine ganz unstabile Position. Das sieht ein bisschen ballerballer aus, muss aber so sein. Ja? Mal beide Arme bitte so zur Seite nehmen. Sehr gut. Die festmachen wie Äste, weil ich werde da drauf drücken. Ja. Richtig fest. Ja. Sehr gut. Und jetzt mal dieses Bein bitte anheben. Das hier? Und du siehst, ich muss nur ganz leicht drücken, fällst du um. Okay. Ja, ist ganz unstabil. Nochmal. Ganz leicht drücken, fällst du um. Nochmal. Ja. Kannst kaum selbst stehen. Sehr gut. Nochmal. Versuch mal mit deiner ganzen Kraft dagegen zu gehen. Geht nicht. Ja? Du siehst, du kannst es nicht halten. Jetzt kommen wir zur Hypnose, zu deinem Namen. Mal gucken, wie fest die jetzt in dir verankert ist. Jetzt nenn mal deinen Namen laut. Jürgen. Lauter. Jürgen. Jürgen. Oh. Cool. Hast du das gespürt? Ja, klar. Wo ist die Kraft? Wo hast du die gespürt? Hier, da, überall. In meiner überall. Hüfte, überall. Ja. Und so schnell funktioniert Hypnose. Also du hast plötzlich eine Kraft, die da ist. Und das meine ich mit dem Buch. Ja, du kannst schaffen, was du willst. Ist im Grunde genommen, du hast die Kraft in dir. Du hast aber eigentlich keinen Zugang. Jetzt hast du ein Symbol, deinen Namen. So, sag mal nochmal Jürgen. Jürgen. Spürst du das? Yes. Vielen Dank. Ja, danke, Jan. Sehr gut.